Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren PKP von mir. Heute geht es, ich würde sagen, ich mache eine Mischung aus zwei Anfragen, die ich bekommen habe, weil ich frage euch ja ab und zu mal, oder im Livestream hatte ich euch gefragt, welche Themen euch interessieren. Übrigens könnt ihr gerne immer mal Vorschläge machen, wenn ihr wollt. Wenn es jetzt nicht so ist, dass es nur um eure persönlichen Sachen geht, sondern auch so ein bisschen für die Allgemeinheit, dann bin ich da auch super gerne interessiert und offen auch für, mal zu gucken, was ihr so gerne haben möchtet. Aber kommen wir zum Thema. Jemand hatte gesagt, er würde gerne wissen, was er tun soll, damit er wirklich das Alte loslassen kann. Und dann war auch ein Reading, was derjenige hatte, so wie, woran oder was muss ich tun, damit auch Menschen in mein Leben kommen, die wirklich auch gut für mich sind, dass ich das auch erkenne oder dass ich auch mich entsprechend verhalte etc. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir könnten das verbinden, wir könnten sagen, wie oder was musst du loslassen, um sozusagen auch in der Zukunft für dich Menschen, Umstände zu bekommen, anzuziehen, zu erhalten, dass es auch wirklich zu dir passt und nicht wieder die Wiederholung des Alten ist. Ich habe das Gefühl, das wäre eine ganz gute Kombi. Ja, du hast jetzt hier die Mischung, wollte ich schon sagen, die Wahl zwischen vier verschiedenen Piles. Pile Nummer 1 haben wir den Turmalin in Ruhsteinform. Palma, ich will wahrscheinlich in Urlaub. Peil Nummer 2 haben wir den Hysten. Nee, Disten, nicht Hysten, Disten. Ich hoffe, ich sage das gerade richtig. Ich schreibe es nochmal in die Infobox. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich einen Hypersten und das ist ein Disten, ja. Also der hat auch so einen Schimmer, falls ihr das seht. Finde ich auch wunderschön. Peil Nummer 3 haben wir das. Man sieht es, aber es ist ein Falkenauge. Da sieht man es. Seht ihr? Wir haben ja sonst immer. Da drin ist es eingeschlossen, falls es die Kamera zeigen möchte. Okay. Und Pile Nummer 4 haben wir. Ich weiß nicht, was heute los ist. Aber das Tigerauge. Entschuldigung. Aber es ist früher Morgen und ich gebe mein Bestes. Also hier haben wir jetzt das Tigerauge, da sieht man auch diesen Einschluss. Ich liebe Steine, die sind einfach wunderschön. Okay, ich gebe euch wie immer Timestamps in die Infobox, außer Meditation. Und falls ihr keine Ahnung habt, hört euch einfach alles an. Dann kann es sein, dass in jedem Pile was für euch drin steckt. Bis gleich. Hallo, Pile Nummer 1, ihr habt den Tourmalin gewählt und wir schauen mal, was bei euch hier reinkommt. Komischerweise habe ich bei euch den Vibe, dass ein Neuanfang euch leichter fällt, als sich aktiv mit dem Vergangenen zu beschäftigen. Nicht, dass ihr das nicht könnt oder das nicht irgendwie auch schon eine Aufgabe in eurem Leben war, aber ich habe das Gefühl, euch fällt es leichter zu sagen, okay, ich fange neu an. Ich probiere mich neu aus, ich gebe mir einen kleinen Schubs, ich traue mich Dinge, ich versuche mich an neue Sachen ran, weil du hast so eine blühende Frühlingsenergie. Du hast irgendwas in dir, falls ihr was hört, das ist Charlie im Hintergrund, so eine blühende Aufbruchs-, aber auch Geduldsenergie, so eine Mischung aus, du hast die genügend Geduld, aber auch genügend Aufbruchsenergie, um nach vorne zu gehen. Und vielleicht solltest du dich darüber freuen und nicht schlecht fühlen, weil es gibt unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die müssen sich mit der Vergangenheit intensiv auseinandersetzen. Nicht, dass du das nicht auch in gewisser Weise musst, aber die brauchen den wirklichen Abschluss, um nach vorne zu gehen und können nicht einfach nach vorne gehen. Und du bist so jemand, der kann mitten im Chaos auch nach vorne gehen. Also ja, ein Abschluss wäre auch cool. In irgendeiner Form, dass du was abschließen kannst, dass du dich nicht mit allem beschäftigen musst. Aber gleichzeitig habe ich halt auch das Gefühl, du bist jemand, der könnte auch erstmal nach vorne
gehen nun erstmal sein Ding machen. Hallo Charlie. Ich weiß jetzt gar nicht. Möchtest du hier bleiben? Möchtest du gehen? Okay, wir gehen wieder. Kurzer Zwischenbesuch. Was, wenn es darum geht, neue Menschen zu finden, bist du jemand, der sich im Mittelpunkt stellen sollte? Oder der nicht im Mittelpunkt? Du musst jetzt nicht überall im Mittelpunkt stehen und denken, oh Gott, wenn ich nicht im Mittelpunkt stehe, finde ich niemanden. Aber dass du dich auch zeigst, dass du präsent bist. Also jetzt nicht, dass du irgendwie auf jede Veranstaltung rennen musst, aber ich habe das Gefühl, wenn du Menschen triffst, dann weil du gerade irgendwie gesehen werden sollst. Ob das durch den Beruf kommt, ob du einen Vortrag irgendwo hältst, ob du ja, auf derselben Convention bist, bei demselben Event oder bei derselben Veranstaltung, demselben Geburtstag. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird was sein, wo du gesehen wirst, wo du aber nicht mit Absicht unbedingt dich im Mittelpunkt drängst, aber du bist mit dort und deswegen wirst du auch wahrgenommen und dass du dich auch nicht schämst. Das ist ganz wichtig. Ich sehe, dass dir hilft ein gutes Selbstvertrauen, ein gutes Selbstwertgefühl und sich nicht abzustrafen für das, was du getan, erlebt, durchgemacht hast, dass du vielleicht noch nicht geheilt bist, dass du vielleicht noch nicht alles weißt, noch nicht alles kannst, sondern irgendwie, dass du sagst, hey, ich lasse das Leben auf mich zukommen. Die Hürden, die ich genommen habe, die waren heftig, aber ich arbeite an mir und ich gehe einfach weiter voran. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass so eine gewisse Selbstliebe, so eine gewisse Selbstakzeptanz ganz, ganz wichtig ist, um die richtigen Menschen auch zu sehen, weil du brauchst Menschen, die sich auch selbst akzeptieren, die auch sich selbst lieben. Und ich meine jetzt nicht diese narzisstische Liebe, weil das ist keine echte Liebe, das ist eine vorgegaukelte Liebe, sondern Menschen, die so ein Selbstvertrauen haben, eine Liebe in den Augen. Das könnte man sagen. Der Unterschied zwischen den Augen eines Narzissten und den Augen einer selbsterfüllten Person ist, dass der Narzisst starrt in einer gewissen Begierde. Es kann auch freundschaftliche Begierde sein, es kann so ein Besitzdenken sein. Und der andere Mensch, der dich wirklich mag, der hat so was Liebevolles, der hat so ein Vertrauen, der will dich nicht einsperren und der will dich auch nicht besitzen. Und da ist so ein energetischer Unterschied. Und ich habe das Gefühl, darauf sollst du in Zukunft achten, ob dich jemand einfach nur begehrt, anhimmelt, haben möchte sozusagen. Weil ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe in meinem Leben auch in Freundschaften, wenn ich Frauen kennengelernt habe, Freundinnen, war da manchmal so ein begieriger Blick und ich dachte immer, was ist das? Ist derjenige jetzt etwa genauso begeistert, befreundet zu sein wie ich? Und im Nachhinein habe ich kapiert, nein, das ging darum, jemand hat seine Vorteile gesehen, jemand hat gesehen, was er durch mich haben könnte oder dass seine Position sich jetzt gerade verändert oder er in irgendeiner Form jetzt einen Schritt vorwärts kommt. Und das war mir gar nicht klar. Ich habe so überhaupt nicht gedacht. Aber im Nachhinein hat es total Sinn gemacht, dass dieser Blick und diese Energie. Und ich habe das Gefühl, du bist jemand, der sollte darauf achten, wie wirst du angeguckt, wie wirst du angesprochen oder welche Energie nimmst du wahr, dass du sensibler, heute will es echt nicht raus, sensibler mit dir umgehst und deiner Wahrnehmung. Und ich habe da auch das Gefühl, bei dir ist es so, da ist schon die Tür offen. Also bei dir ist es jetzt nicht so, dass irgendwie noch große Hürden, Steine im Weg liegen, dass sich das Leben in die Richtung entwickelt, wie du möchtest und auch die Begegnung. Ich fühle bei dir aber auch, dass es bei dir im Leben nicht nur um Begegnung geht. Also du musst kein Menschenmagnet sein. Du könntest auch eine Weile keine Freunde haben oder wenige Freunde. Ich finde sogar wenige Freunde ist immer das Beste, weil wer hat Zeit für so viele Menschen? Also das verstehe ich nicht. Dann, das kann nur oberflächlich sein und das nimmt ja auch sehr viel Energie in Anspruch und Zeit. Deswegen, ich habe das Gefühl, du bist so jemand, wenn du jemanden dann in dein Leben bekommst, ist das etwas, das dich unterstützt und nicht Zeit raubt. Und derjenige hat auch zu tun. Ich fühle, wenn du mit Menschen in Berührung kommst, sei es egal was für eine Art von Menschen, na, ist es jetzt freundschaftlich, ist es deine selbst erstellte Familie, ist es Partnerschaft, ich weiß nicht, sagen wir jetzt mal generell Menschen, dann habe ich das Gefühl, sind das auch Menschen, die auch ein Leben haben und auch Dinge zu tun haben, Interessen haben. Und ich will jetzt nicht sagen, so dieses, oh, man schreibt sich einmal die Woche und gut ist, sondern ich habe das Gefühl, die können auch, wenn du sagst, du, ich habe gerade zu tun, dann ist derjenige dreht sich um und denkt, ja, ich habe auch zu tun und dann macht er auch was. Und dann ist er nicht sauer, sondern der hat Interessen, der hat Hobbys, der ist nicht fixiert auf dich und kann nicht ohne dich leben und ist nur noch auf dich fokussiert. Und ich kenne das selber, wenn man sich neu kennenlernt, egal in welcher Form, ob es Freundschaft oder egal welche Begegnung, dann kann am Anfang eine sehr intensive Kennenlernphase sein, weil man wissen will, ist man auf derselben Wellenlänge, will man dasselbe im Leben, denkt man in dieselben Richtungen etc. Und dann kann das sehr, sehr intensiv sein und nach einer gewissen Zeit kann das ein bisschen abflauen, weil man auch wieder auftanken muss. Aber ich habe das Gefühl,
In dieser intensiven Zeit sollst du auch auf gar keinen Fall dich zurücknehmen, auf gar keinen Fall hinterm Berg halten. Du sollst wirklich du sein, auch mit deinem Humor, deinen Späßen, deinen Interessen und gucken, ob derjenige auch wirklich lacht, ob dumme Sprüche kommen, ob er es auch wirklich versteht, was du sagst. Weil aus Erfahrung kann ich auch sagen, versteht dich jemand am Anfang nicht, wird er dich auch später nicht verstehen. Es ist sehr schwer, eine Ebene zu schaffen, auf der die Menschen sich wirklich verstehen, wenn das nicht natürlich kommt. Also es muss etwas sein, was natürlich passiert. Du bist jemand, der ist eigentlich in Anführungsstrichen vom Glück geküsst. Also du bist so jemand, der ist so ein Schicksalsmensch. Also vom Glück geküsst. Ich weiß, da denkt man auch immer, ja, dann hätte ich schon alles. Aber vom Glück geküsst im Sinne von, du bringst Menschen Glück. Und deswegen musst du aufpassen, wen du in dein Leben lässt, weil du der Glücksbringer bist. Also nicht, dass du Pech hast oder so und andere nur Glück, aber Menschen fühlen, dass du ein Glücksbringer bist, dass du Energie bringst, dass du Hilfe, Unterstützung gibst und dass du das Leben verbesserst. Und deswegen musst du mehr picky werden. Du musst wählerischer sein, anspruchsvoller, aussortieren, Nein sagen. Und ich weiß, es gibt da draußen viele, die so sagen, das kannst du dir doch gar nicht erlauben. Doch, kannst du. Du hast die Wahl, wer in dein Leben gehört und wer nicht. Und wenn da eine Weile keiner ist, ist es genauso gut. Lieber keiner als der Falsche oder die Falschen, weil du dann wenigstens die Energie und Konzentration auf dich richten kannst. Und es ist überhaupt nicht schlimm, weil ich habe auch schon einige beobachten können, die dann immer sagen, ja, wer keine Freunde hat, ist kein guter Mensch. Absolut Quatsch. Es gibt die Leute mit den meisten Freunden, die tollsten Geschichten und das sind die toxischsten Personen überhaupt. Also lass dich von sowas überhaupt nicht beirren. Das auch, versuche nicht zu kompensieren. Also versuche nicht, wenn ein Stillstand ist oder eine Leere ist oder eine Angst ist, es irgendwie zu kompensieren, indem du sagst, na gut, dann bin ich halt mit dem befreundet oder dann treffe ich mich halt ein paar Mal mit dem, dann lieber nicht. Ich meine, klar, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich sage ja, wir haben freien Willen. Wir können auch in unserem Leben fünfmal gegen die Wand rennen, bis es irgendwann so weh tut, dass wir keine Lust mehr haben. Aber ich soll dir nur sagen, versuche nicht, mit jemandem was zu machen, mit dem du gar nichts zu tun haben willst. Und versuche auch nicht, irgendwo in Gruppen reinzupassen, in die du, wo du fühlst, da gehörst du nicht rein. Sowas passiert natürlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, Menschen, die dich mögen, wollen dich auch in der Gruppe haben. Die fragen auch nach. Kommst du mit? Hast du Lust dazu? Die laden dich ein. Du bist mit auf ihrer Liste. Du bist nicht ganz unten und dich fragen sie gerade mal so und eigentlich hoffen sie nur, dass du der Fahrer bist oder was auch immer. Ja, fühl, ob du gewertschätzt wirst, ob du eine Rolle spielst, ob du eine Wichtigkeit hast, weil das ist wichtig im Leben, weil du musst anderen Menschen wichtig sein, genauso wie sie dir wichtig sind. Und das ist auch ganz wichtig. Hab Respekt dir gegenüber. Respektiere, wenn du das Gefühl hast, jemand behandelt dich nicht gut, respektlos, Red Flag, raus. Menschen haben eigentlich respektlos zu behandeln. Und selbst wenn sie, ah, ist doch nur witzig, ist doch nur Spaß, es ist respektlos. Außer ihr habt wirklich denselben Humor, kennt euch schon in- und auswendig und vertraut euch innig, dann kann man mal auch blöde Sprüche kloppen, aber das muss von beiden Seiten abgehakt sein und das muss auch von beiden Seiten gewollt sein. Beide müssen es witzig finden. Der eine kann nicht nur dem anderen zustimmen und denken, naja, er macht halt gern seine Witze, ich lache halt. Wenn es wehtut, ist es nicht, das ist nicht in Ordnung. Es darf nicht wehtun. Das ist es auch. Du bist jemand, nicht aus dem Stress heraus versuchen zu kontakten. Fühl den Stress, steh den Stress durch. Deine Anwesenheit löst in Menschen manchmal auch Stress aus. Du bist so ein Mensch, der bringt Veränderungen. Und dadurch werden Menschen in deiner Umgebung aufgewühlt. Menschen, die mit dir in Kontakt treten, Menschen, die vielleicht eine Beziehung, Freundschaft mit dir eingehen wollen, die werden aufgewühlt. Bei denen werden Probleme hochkommen, die vielleicht nicht vorher angeguckt wurden oder die vielleicht jetzt intensiver angeguckt werden. Aus was auch immer. Das muss noch nicht mal sein, dass er darüber redet oder du irgendwas tust, sondern du sollst akzeptieren und auch mehr stolz darauf sein, dass du das in Menschen auslöst, weil das ist mit deiner Seelenaufgabe. Und das bedeutet aber auch Stress für dich. Das bedeutet manchmal in den Menschen Stress, es bedeutet auch in dir Stress. Es kann sein, dass Menschen den Kontakt vielleicht wieder meiden oder sich zurückziehen oder wegrennen wollen. Dann ist es okay. Dann weißt du, okay, diese Person hält deine Energie nicht aus. Und das heißt ja nicht, dass du jemanden belagerst oder zuquatschst, sondern einfach jemand hält die Energie nicht aus. Und das ist schmerzhaft. Und das fühlt sich auch an wie eine Ablehnung. Aber du weißt es von vornherein. Renn demjenigen nicht hinterher, bettel nicht, biete dich nicht an, zeige nicht, was du alles für Optionen hast. Ich finde das immer ganz schlimm. Ich habe das selber früher gemacht, was ich so für Optionen habe, was ich so zu bieten habe. Und man hat sich wie angepriesen, ganz, ganz schlimm eigentlich. Aber das war aus meiner Verzweiflung heraus. Und ich fühle, dass du auf gar keinen Fall in irgendeiner Form
zeigen solltest, was du alles kannst, damit dich jemand mag. Manche machen das, indem sie backen oder kochen oder irgendwelche Hobbys anbieten oder ja, sie fahren ihre Kinder zum Sport, das Kind von demjenigen kann ja auch mitkommen. Nicht, dass man das nicht machen kann, aber das sollte kein, oh, so könnten wir Freunde sein. Ne? Man sollte nicht versuchen, etwas zu erzwingen, was von Natur aus nicht gewollt ist. Und ich glaube, da stellen wir Menschen uns manchmal quer, weil wir unbedingt, wir sind soziale Wesen und wir wollen connecten und wir wollen uns verbinden. Und wir wollen manchmal nicht akzeptieren, dass es an der Stelle nicht geht oder dass diese Menschen einfach nicht in unser Leben gehören, weil wir eben, so wie sie im Kollektiv sagen, wir haben manchmal Angst davor zu vereinsamen oder dass wir ausgeschieden werden. Aber das Leben, und das darf man nicht vergessen, besteht aus mehr als nur einem Kollektiv und nur einer Gruppe oder nur einer Verbindung, sondern du und deine Verbindung mit dem Kosmos und der Verbindung der Erde, das ist eine ganz intensive Verbindung. Und alles andere, was dann zwischenmenschlich passiert, sind Absprachen, sind Knotenpunkte, sind Dinge, die passieren werden und sollen. Und du sollst dich darauf verlassen, dass du da nicht dir den Popo aufreißen musst, dass du dich nicht verbiegen und verstellen musst und dass Dinge natürlich kommen und dass du ruhig auch ein bisschen mürrischer sein kannst und kritischer sein kannst und nicht immer nett und freundlich zu jedem und allem sein musst. Weil ich sage dir aus Erfahrung, erträgt jemand auch mal deinen Sarkasmus, deine mürrische Art, vielleicht auch deine Ironie oder deine Bockigkeit. Und ich meine nicht der Person gegenüber, sondern vielleicht meckerst du gerade über irgendwas und findest was doof im Unternehmen oder wo auch immer du bist. Und jemand sagt, boah, mir geht's genauso, mich regt das auch gerade auf. Das kann eine Verbundenheit sein, das muss keine Basis sein, weil man muss auch immer vorsichtig sein, wenn man Menschen trifft, mit denen man über dieselben Sachen meckern kann. Sind oft auch Narzissten, die da zu einem kommen, weil die oft immer zu meckern haben über irgendwas, Gott und die Welt. Deswegen da auch immer in dich reinfühlen, fühlt sich das gut an, fühlt sich das bereichernd an, fühlt sich das positiv an, kann der Mensch auch wieder positiv sein oder bleibt er auf dieser Negativschwingung, weil ich fühle, dass du jemand bist, der Respekt verdient hat, der auch, wenn du unter Stress stehst, das ist auch ganz wichtig, ich höre auch gerade, wenn du unter Stress stehst und jemand respektiert nicht, dass du unter Stress stehst und sagt, ach komm, hab dich nicht so oder ach komm, so viel Stress hast du doch gar nicht oder wo hast du denn den Stress her oder was auch immer, das negiert, kleinredet, auch vorsichtig sein. Weil ich habe das Gefühl, du bist jemand, je mehr du dich selbst respektierst, je mehr du auf dich aufpasst, je mehr du auf dich hörst, umso besser wird die Verbindung zu den Menschen, der zu dir gehört. Und das ist es auch. Ich habe fast das Gefühl, ich würde jetzt einfach mal sagen, hier zu Ende sein, dass die Suche zu Ende sein wird in Zukunft. Vielleicht musstest du in der Vergangenheit um alles kämpfen. Vielleicht wurdest du nicht gesehen. Vielleicht hast du nicht die Liebe bekommen, die dir zusteht. Vielleicht wurdest du immer wieder ausgegrenzt in irgendeiner Form oder nicht so beachtet, nicht so gewertschätzt. Man denkt, man muss dann kämpfen und sich drum bemühen und extrem viel machen. Aber das ist genau das Gegenteil von dem, was Liebe und Freundschaft ist und Familie. Familie bedeutet, jeder kümmert sich um jeden, aber jeder kümmert sich auch um sich selbst und das ist von allen akzeptiert und respektiert und es ist ein Fluss, der einfach ist. Und immer wenn du dich extrem bemühen musst, alleine und vom anderen kommt nichts, ist es nicht dein Mensch und es ist auch nicht deine Situation. Und deswegen, ich glaube, du sollst loslassen mit den falschen Idealen an Menschen ranzugehen. Du sollst loslassen, dass du dich auf irgendeine Art und Weise präsentieren musst, um gut dazustehen. Du musst loslassen, dass wenn Stress ist, du trotzdem nett und freundlich und höflich sein musst und nicht in irgendeiner Form zeigen kannst, dass du unter Stress stehst. Und ich glaube, du sollst dich mehr respektieren, als andere. Nicht, dass du andere nicht auch respektieren kannst, aber oft neigen Menschen wie du dazu, andere mehr zu respektieren als sich selbst und dadurch übergehen sie sich. Und das ist eine Form von auch persönlichen Missbrauch, also du missbrauchst im Grunde genommen dich selbst und ohne es zu wissen und tust dir selber weh. Und da ganz große rote Flagge, die sagt, ab jetzt machen wir das nicht mehr. Weil du bist jemand, der bringt Veränderung, der bringt neuen Schwung rein, der bringt neue Energie ein in das Leben anderer Menschen, auf diesem Globus hier. Und du solltest stolz darauf sein, dir den Wert auch geben, den du hast und keine Angst vor dir haben. Und lieber auf Menschen verzichten, als dich mit den Falschen zu beschäftigen, weil ich fühle, dass du so ein Magnet bist, der immer wieder Menschen anzieht in irgendeiner Form und du bist derjenige, der aussortieren muss. Und du musst derjenige sein, der kritischer ist. Okay. Gut, meine Lieben, das ist jetzt das, was ich in Paar 1 reinbekommen habe. Falls ihr euch noch zum anderen Paar hingezogen fühlt, schaut den gern an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
Hallo, Pi Nummer 3, 3, 2. Also heute ist echt der Wurm drin bei mir. Wir schauen mal, was bei dir hier. Okay. Ich habe das Gefühl, Menschen kommen in dein Leben, wenn es dir am besten geht. Ich weiß, das ist nicht immer das Beste, weil man möchte manchmal auch, dass Menschen ins Leben kommen, wenn es einem nicht so gut geht, weil sie Verständnis dafür zeigen sollen und nicht immer nur in guten Phasen. Aber ich habe das Gefühl, bei dir wird es im Leben mehr in den Fluss kommen, mehr ins Gleichgewicht. Und du wirst Menschen begegnen, die auch das Gleichgewicht mit dir feiern, das unterstützen, die sich nicht dadurch bedroht fühlen oder irgendwie das Gefühl haben, die wollen es dir wegnehmen. Sehr oft wollen Menschen, die nicht im Einklang sind, anderen, also die gönnen oft anderen nichts. Das ist nicht immer böswillig. Ich konnte es oft beobachten, dass es bei Menschen manchmal auch Verzweiflung ist, Angst, Furcht, dass das Leben niemals gut wird. Aber ich habe das Gefühl, du bist so jemand, der kommt mehr ins Reine mit sich selbst. Dein Leben wird mehr im Fluss sein, mehr im Fließen. Es wird sich leichter anfühlen. Und du wirst Gründe haben, wie gesagt, auch Erfolge zu feiern. Was auch immer das für Erfolge sind. Ob das jetzt berufliche, finanzielle, körperliche oder auch einfach, dass du das Gefühl hast, du fühlst dich freier, du fühlst dich geborgener. Das Leben fühlt sich besser an. Und ich habe das Gefühl, da kommen Menschen, die mit dir spirituell sich verbunden fühlen, die einfach sagen, oh ja, wir fühlen uns wohl. Das ist nichts Erzwungenes, das ist nichts Forciertes, das ist nichts, was du geplant hast. Das wird doch was sein, was neu für dich, was neu ist, was auch noch nicht richtig beschrieben werden kann. Es steht doch noch ein bisschen in den Sternen, es ist also noch nicht komplett ausgereift. Da sind wahrscheinlich noch ein paar Sachen, die in deinem Leben jetzt gerade passieren müssen oder werden, damit das mehr ausgereift ist. Vielleicht ist es das, du wirst nicht mehr lernen. Also du wirst, vielleicht musstest du in deinem früheren Leben verzichten. Vielleicht hast du gelernt, wie du aufgewachsen bist oder durch die Erfahrung, die du gemacht hast, dass immer wieder Verzicht notwendig war. Entweder haben Menschen, die das immer wieder beigebracht, das Leben hat dich immer mal wieder verzichten lassen. Und ich habe das Gefühl, auf der einen Seite hat der Verzicht gut getan, weil der Verzicht bricht das Ego. Das Ego, was alles heute am liebsten in Reichtum und Fülle und Wohlstand haben will. Und nichts gegen Reichtum und Wohlstand, überhaupt nicht. Aber wenn das der Hauptfokus im Leben ist und du nur noch danach strebst, tust du dir am Ende weh, weil du gar nicht mehr auf dich achtest, sondern nur noch wie besessen von etwas bist. Und das ist nie gut. Besessen von etwas zu sein, ist immer, immer gefährlich. Und ich habe das Gefühl, der Verzicht hat in gewisser Weise sehr viel an Ego gebrochen, sehr viel an Gier oder haben wollen und nicht, dass das was Schlimmes ist, aber wir werden alle mit einem Ego geboren, was sich mit der Zeit an der Gesellschaft orientiert, an dem, was wir lernen, was wir beobachten, was wir sehen. Und dann kann auch schnell mal Konkurrenz oder dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, hallo Mimi, im Mangel sich zu fühlen, ja, hochkommen. Und wenn man dann verzichten muss, ist das ganz furchtbar. Man fühlt sich dann auf einmal wie so ein Versager, dass man nicht dazugehört, dass man vielleicht das falsch gemacht hat. Aber dieser Verzicht bringt einem auch bei, man braucht nicht viel, das Leben geht weiter, man kriegt Dinge hin, Dinge entwickeln sich und manchmal ist weniger mehr. Nicht, dass das grundsätzlich im Leben so sein muss, weil du sollst ja auch deine Dinge bezahlen können und dich wohlfühlen, aber manchmal ist weniger mehr, was die Seele, den Körper, jeder Körper, der das mitkriegt, wenn du weniger isst, bist du nicht so überlastet, was deinen Körper angeht, die Verdauung, der Stoffwechsel etc. Nicht, dass ich nicht sage, du kannst mal schlemmen, aber vom Beispiel her überlastest du etwas, ist es auch nicht gut. Und deswegen ist Verzichten in gewisser Form auch oft heilsam. Ich musste in meinem Leben zum Beispiel auch schon sehr oft verzichten, ob es Geld war, ob es Freundschaften war, ob es Beziehung war, ob es ein Wohnplatz war, ob es egal was war. In meinem Leben habe ich sehr viele Einschränkungen erfahren und das hat meinem Ego gar nicht gefallen. Ich habe mich geschämt, ich habe mich unwohl gefühlt, das war mir peinlich. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin wie so eine Ausgestoßene, ich gehöre nirgends dazu. Und trotzdem hatte ich immer diesen unbändigen inneren Drang und dieses Glühen, dass ich auf dieser Erde bleibe und weiter meinen Weg gehe. Und das fühle ich auch bei euch, dass jeder Verzicht euch aber nicht grundsätzlich bricht. Es bricht nicht eure Seele, es bricht nicht euer Licht. Man kann manchmal nah dran sein und man kann sich auch vom Leben veräppelt fühlen und wütend sein. Aber oft geht es darum, dass eine Wut geführt werden soll, die du unterdrückt hast. Eine Wut zum Beispiel auf deine Eltern, wenn da was war, oder auf die Gesellschaft, oder auf die Erwartungshaltung, ein Rollenbild zu entsprechen, jemand zu sein, der du vielleicht nicht bist. Oft ist es so, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, oder wenn das Leben uns einschränkt, dann sind wir sehr, sehr wütend.
weil wir sagen, okay, entweder mache ich jetzt was falsch oder ihr macht was falsch. Entweder bin ich euch egal oder anscheinend, keine Ahnung, ist es mir nicht gegönnt. Und man wird so wütend. Und diese Wut kommt aber aus was ganz anderem, nämlich einer tiefen Verletzung, die du irgendwo mal erfahren hast. Irgendwo hat dich jemand nicht gesehen. Irgendwo hat jemand nicht auf dich Rücksicht genommen, obwohl er es hätte tun müssen. Und so leid, wie mir das auch immer tut, wenn ich meine Geistführer anmeckere, weil ich in die Angst gerutscht bin oder ne, weil man diesen Schmerz irgendwie nicht richtig verarbeiten kann, ist es aber etwas, was dir irgendwo mal passiert ist. Irgendwo hast du einen Schmerz erlebt, den man auch wieder verdrängen kann, unten in den Keller reinpacken kann, in eine Kiste und dann ist gut. Und der soll hochgeholt werden. Manchmal bringt dieser Verzicht alte Gefühle hoch, damit sie fließen können, damit sie nicht in der Kiste bleiben, in dir eingesperrt und die dann irgendwas vor sich hin grummelt und schimmelt und was auch immer, sondern dass diese Energie losgehen kann, fließen kann und raus kann. Und danach fühlt man sich besser. Und man soll nämlich gar nicht, wenn man verzichtet, total glücklich sein und alles ist im Einklang, sondern manchmal soll man eben auch gerade an die Grenzen kommen, gerade an diese Wut, an diesen Schmerz, an diese Traurigkeit, an diese Verzweiflung, damit das mal abfließen kann. Weil sehr oft wollen wir das nicht oder erlauben uns das auch nicht, weil es so verpönt ist. Es ist verpönt zu meckern, es ist verpönt zu sagen, wie doof alles ist. Es ist verpönt, mal total pessimistisch zu sein, depressiv, sich dem Leben nicht wohlgesonnen gegenüber zu fühlen, weil sehr oft heißt es immer, Kopf hoch, weitermachen, krieg dich mal ein, Leben geht weiter, jetzt reiß dich mal zusammen. Und. So viel Druck wird immer gemacht, schon unser Leben lang, seitdem wir Kinder sind. Man darf nicht weinen, wenn was weh tut. Man darf nicht meckern, wenn einem was zu viel ist. Man darf teilweise noch nicht mal selber entscheiden. Und selbst in diesen Kinderschuhen, wenn du nicht entscheiden darfst, was du vielleicht anziehst oder was du zu essen bekommst oder was auch immer, aus welchen Gründen auch immer, sind alles Verletzungen, die in uns gespeichert sind. Das sind alles Gefühle, die manchmal im Alltag gar nicht abfließen können. Und deswegen Verzicht bringt uns manchmal genau an diese Punkte, wo wir uns mit diesen Gefühlen auseinandersetzen. Und dann merkst du irgendwann, dass dieser Verzicht gar nicht mehr so schmerzhaft ist, dass Verzichten im Leben manchmal sogar sehr angenehm sein kann und sogar dazugehört und ein Teil unseres Lebens ist. Und auf einmal siehst du, dass es nur eine Phase ist, nur eine Bewegung, nur eine Momentaufnahme, die aber auch einen tieferen Sinn hat und die auch wieder was anderes Gutes bewirkt. Und ich glaube, dass du keine Angst haben sollst vor dem Thema Verzichten, dass du ein gutes Verhältnis dazu aufbauen sollst. Ja, jetzt hatten wir das Thema, ja, dass man sich selbst quält. Ich würde sagen, das ist damit jetzt gerade abgeschlossen. Das ist auch interessant. 10, Karriere, Beruf. Vielleicht musstest du verzichten auf gutes Gehalt, gute mitwirkende Menschen. Vielleicht musstest du verzichten auf einen Beruf an sich. Vielleicht gab es eine Phase der Krankheit, der Arbeitslosigkeit. Vielleicht ist es auch jetzt noch so. Vielleicht ist es auch eine Orientierungslosigkeit. Ich glaube. Oder du fragst dich, wer du bist, wo du hingehst, wer du sein sollst, welche Bestimmung du hast. Das können auch Dinge sein, wo man sich quält, wo man sich fragt, wozu ist man hier? Und sehr viele Seelen, die hier inkarniert sind, denen ging es nie darum. Also außer du hast jetzt deine Bestimmung für dich jetzt gefunden. Aber bei vielen ging es überhaupt nicht darum, den auserwählten Job zu finden. Weil ein Job ist ein Job. Das soll ich euch auch sagen. Ein Job ist ein Job. Ihr müsst keine Berufung in einem Job finden. Wenn ihr das findet, ist das supi, aber nicht jeder muss das finden. Ihr könnt auch einfach nur Geld verdienen. Ihr könnt auch einfach nur Geld machen. Ihr könnt auch einfach nur eure Miete bezahlen können oder eure Familie versorgen können. Und ihr könnt Interessen haben, die damit nichts zu tun haben. Das ist genauso in Ordnung in einer Welt, in der wir eh gerade sind, wo oft Traumberufe nicht in größter Form gefördert werden. Das heißt nicht, dass du nicht dem nachgehen kannst und dein Ding machen kannst. Ich will nur sagen, quäl dich nicht, wenn es vielleicht gerade nicht klappt. Oder sei nicht sauer auf dich, dass du das vielleicht noch nicht erreicht hast, was du erreichen wolltest. Weil das Leben entwickelt sich und während das Leben sich entwickelt, entwickelst du dich mit und die Gesellschaft auch. Und das sind alles Sachen, da kannst du nicht pushen und schubsen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Menschen, die in dein Leben kommen sollen, die gut für dich sind und die Teil deines Lebens werden sollen, denen geht es gerade ähnlich. Die gehen durch einen ähnlichen Prozess. Vielleicht würdest du die sogar durch den Beruf, durch die Karriere, durch die Zusammenarbeit, vielleicht auch durch, dass du der Verkäufer bist, ein anderes der Kunde oder du bist der Dienstleister, ein anderes der Kunde oder andersrum, du nutzt einen Dienstleister. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ihr euch über die Arbeit verbinden würdet oder durch die Projekte, die ihr selber unterstützt. Es kann auch sein, dass man etwas Freiwilliges macht, was Soziales oder was Ehrenamtliches oder wie auch immer. Es muss jetzt keine Definition haben. Ich sage nur, dass auf irgendeine Art
irgendeine magische Art und Weise wirst du Menschen begegnen, die auch wissen, was es heißt, Verzicht erlebt zu haben. Weil ich finde, das ist immer eine ganz besondere und spezielle Art von Mensch, die erlebt haben, was es bedeutet, zu verzichten, nicht alles zu bekommen. Die haben einen höheren Bewusstheitsgrad, die sind wacher. Und vor allen Dingen nicht nur das Verzichten, weil jeder hat irgendwo mal Verzicht, sondern die gelernt haben, mit Verzicht positiv umzugehen. Das sind ganz besondere Menschen, weil sie nämlich nicht das Leben verteufeln, nur weil sie mal was nicht bekommen oder nur mal, weil mal was nicht klappt, sondern sie haben Wege gefunden, trotzdem weiterzumachen, Dinge durchzustehen, zu überstehen und den Mut nicht zu verlieren, weil das ist eine ganz besondere Gabe, trotz der Umstände im Leben, den Mut nicht zu verlieren. Und du bist so jemand, wenn du stolz auf dich bist, dass du Dinge durchgestanden hast und auch immer noch durchstehst und einfach dein Leben weitermachst, wirst du Menschen finden, die auch stolz auf sich sind. Weil du brauchst keine Ja-Sager, du brauchst aber keine permanenten Nein-Sager. Du brauchst keine Menschen, die dein Leben schwer erschweren. Angenommen, manchmal ist das ja so, man verzichtet oder das Leben zwingt einen in die Knie und man trifft Menschen, denen es gerade ähnlich geht und aus irgendeinem Grund, in Anführungsstrichen, steigt man wieder auf. Also das heißt, du bekommst wieder mehr Geld oder es geht bei dir vorwärts. Du kommst aus der Position raus, aus der du gerade bist. Gibt es dann manchmal Menschen, die sagen, boah, jetzt bist du jemand, der diesen Kreis hier verlassen hat und dir geht es jetzt besser, ich kann mit dir nicht mehr. Und das sollte nicht sein. Also jemand sollte dir immer deinen Erfolg gönnen, der sollte dir immer das Gefühl geben, dass dein Voranschreiten wichtig und gut ist und du solltest es ihm genauso gönnen. Also da sollte kein Neid oder Konkurrenz sein. Und da muss man eben immer aufpassen, weil gerade wenn Menschen sich treffen, wenn es gerade nicht so gut läuft, muss man gucken, sind das Menschen, die sich parallel den Erfolg gönnen. Also ich muss auch sagen, also meine Schwester Eva ist jemand, habe ich noch nie erlebt im Leben, die gönnt einfach, die gönnt einfach. Selbst wenn sie nicht hat, gönnt sie. Also ich habe das noch nie erlebt, dass jemand so gönnen kann. Und das war mir auch immer ein Riesenvorbild. Nicht, dass ich nicht auch gönnen kann, aber ich konnte bei Weitem nicht so gönnen, wie sie gönnen kann. Also das ist wirklich ja, eine große Gabe, so gönnen zu können, weil sie mir auch gesagt hat, warum sollte ich anderen Menschen nicht gönnen? Die Menschen haben das oder tun das und das ist doch ihr Lebensweg. Und was hat das mit mir zu tun? Und da hat sie vollkommen recht, was hat das mit einem selbst zu tun? Was hat das mit mir zu tun, wenn jemand anderes erfolgreich ist? Gar nichts. Und was hat die Niederlage mit mir zu tun? Auch nichts. Deswegen, Menschen können haben, ohne dass es dich, dein Leben, dein Erfolg oder deine Niederlage oder was auch immer berührt. Und uns wird oft immer erzählt, dass wir irgendwas damit zu tun haben, haben wir aber nicht. Menschen haben einfach ihre Sachen und wir können uns mit ihnen freuen. Oder wir können mit ihnen leiden, je nachdem, was wir wählen. Und ich habe das Gefühl, du bist so jemand, der wird Menschen für sich erkennen, dass sie dich auch unterstützen. Ja, weil ich kriege das ja die ganze Zeit rein, dass es bei dir um Gewinn geht, um Erfolg geht, um das Feiern, das auf sich stolz sein. Ja, du bist jemand, der lernt, Menschen kennen, die, und ich meine nicht die Leute, die oft auf den Zug aufspringen, wenn du dann mal erfolgreich bist, auf einmal kommen sie aus ihren Ecken raus und wollen ein Stück vom Kuchen abhaben, auf die muss man auch immer aufpassen, weil sobald Menschen in irgendeiner Form sich wieder vorwärts bewegen, kommen immer die Leute, die einen haben hängen lassen, wenn es einem nicht gut ging. Die meine ich nicht, sondern Menschen, die selber auch machen. Menschen, die auch zeigen, dass sie an sich glauben. Nicht du darfst nur das tragende Licht sein und alles nach vorne bringen. Es gibt oft Menschen, die gehen in Freundschaften und sie sind immer die, die alle nach vorne ziehen, die jeden irgendwie nach vorne schleppen, aus ihrem Mist rausziehen und immer die Kraft an alle stecken und alle sind immer so, oh, danke, dass du da bist und ohne dich könnte ich nicht und bla bla bla. Aber sie tragen selbst nichts zu dieser Freundschaft und Begegnung bei. Und ich habe das Gefühl, da musst du aufpassen, dass Menschen sich auch selbst rausziehen, selbst motiviert sind, selbst inspiriert sind und auch für dich eine Inspiration sein können. Weil du solltest dich nicht mit Menschen abgeben, die dich nicht in irgendeiner Form auch inspirieren, die dich auch begeistern, wo du auch denkst, boah, von der Person lerne ich aber auch. Es sollte nicht sein, dass du alleine nur der Lehrer bist. Ja, das sehe ich ja auch ganz stark, dass du nicht, weil sehr oft kann es schmeichelnd sein, wenn du der Lehrer bist und jemand gibt dir Komplimente und sagt, oh, wie toll du das machst und wie toll du das kannst und wie schön das ist, wenn das nicht also wirklich auch eine Lehrerposition ist, wie in der Uni, Schule oder ne, man ist gerade in dem Moment wirklich der Lehrer, weil in der Freundschaft sollte es nicht nur aus Lehrer und Schüler bestehen, sondern man sollte sich gegenseitig Dinge auch beibringen können. Und das auch nicht auf Zwang, also nicht hier irgendein Mansplaining oder Womansplaining,
wo Leute einem ihr Wissen aufdrücken, sondern das muss ineinander fließen und das muss eine Bereicherung für beide sein. Und ich habe das Gefühl, wenn du weißt, wer du bist, wo du im Leben stehst und dass du stolz auf dich bist, egal wie deine Umstände sind, wirst du Menschen haben, die auch das sehen und die aber ähnlich auch auf dem Level sind. Und ich weiß, es klingt jetzt gerade blöd, aber wenn du dich manchmal mit Menschen abgibst, die immer nur sagen, oh, du hast so gut und ach, ich habe leider nicht und bei mir geht halt nichts vorwärts und aber ich gönn's dir, aber du hast halt gut, aber ich nicht. Das zieht runter. Damit kannst du nichts anfangen. Das zieht deine Energie runter, du kannst nichts machen. Und ist ja nicht so, dass wir alle mal einen schlechten Tag haben können, aber jemand sollte nicht versuchen, durch Mitleid dich festzunageln, sondern jemand sollte an sich selbst glauben. Und was ich auch beobachtet habe, Menschen, die manchmal dann sowas sagen wie, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ich glaube, die einfach nicht an ihren Erfolg glauben, die sich selbst nicht motivieren können, wo du dann was Positives siehst und derjenige kann mit deiner Positivität nichts anfangen und sagt dann, ja, ich bin aber nicht wie du. Und ne, also du bist jemand, der sollte wissen, wer er ist. Egal, was du erlebt hast, du solltest wissen, wer du bist. Und du solltest auch Ansprüche haben. Und vielleicht hast du es nie gelernt, aber du solltest sie auf jeden Fall haben. Okay, meine Lieben, das ist jetzt das, was ich in Peil Nummer 2 reinbekommen habe. Falls ihr euch noch zu einem anderen Peil gezogen fühlt, schaut ihn gerne an. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Hallo, Paar Nummer 3, ihr habt das Falkenauge gewählt und wir schauen mal, was bei dir durchkommt. Okay. Du sollst absolut auch deine Kreativität ausleben. Und ich meine Kreativität im Sinne von, halt dich an keine Regeln, vertrau dir selbst, leb dich aus, sei spielerisch, trau dir was, hab keine Angst vor dem, was durch dich durchkommt. Lebe auch deine Körperlichkeit aus. Ja, falls du deinen Körper sonst nicht so geliebt hast, nicht gemocht hast, fange an, deinen Körper zu lieben, dich wohl mit deinem Körper zu fühlen, egal wie er aussieht und wie er entspricht. Fang an, das zu zelebrieren, keine Angst davor zu haben. Heißt jetzt nicht, du musst irgendwie rausgehen und auf eine bestimmte Art und Weise gekleidet sein. Null. Du kannst dich einfach mögen, egal was du anhast und wie du aussiehst. Ich glaube, du brauchst mehr Ruhe in deinem Leben. Stille. Stille und Ruhe ist ganz viel, also wichtig für dich. Kreativität, Stille und Ruhe. Und du bist jemand, der fleißig ist. Vor allem, wenn dir ein Thema gepackt hat oder ein Thema interessiert, bist du jemand, der fleißig ist und der für sich sorgt. Und du solltest darauf achten, ob Menschen auch für sich sorgen, auch fleißig sind, auch sich um sich kümmern. Und das heißt jetzt nicht, jemand muss auf demselben Level, ne? Du musst jetzt nicht irgendwie durchs Leben gehen und sagen, der muss so sein wie ich, die muss so sein wie ich, da, 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 sondern guck, ob jemand inspiriert ist, begeistert von was ist, ob er Hobbys hat, ob er Spaß im Leben hat, ob er einen hohen Gerechtigkeitssinn hat. Das fühle ich ja auch gerade, weil du bist jemand, der möchte das Gleichgewicht halten auf dieser Erde. Der möchte nicht, dass alles so querbeet durch die Kante fliegt, sondern du möchtest, dass Dinge auch eine gewisse Ordnung haben. Auch wenn die Unordnung wichtig ist in der Kreativität, habe ich das Gefühl, bist du aber jemand, der würde nicht jemanden unbedingt schaden wollen oder der würde nicht unbedingt um jeden Preis über alle anderen drüber gehen, nur um Erfolg zu haben. Ich habe eher das Gefühl, du bist jemand, der würde für die Liebe, für die Leidenschaft, für die Kunst, für die Spielerei, für das Kindliche in dir leben. Und alles dafür geben, als dass es jetzt groß um Karriere und sonst was geht. Ich glaube, du bist jemand, der hat wahrscheinlich auch schon seine Probleme gehabt, weil er so einen hohen Gerechtigkeitssinn hat und weil er in dieser Welt Veränderungen möchte. Und es könnte auch sein, dass entweder Freunde dich als zu harsch empfunden haben oder dich ausgebremst haben oder sich sogar lustig über dich gemacht haben. Ich fühle irgendwie, dass es so Menschen gab, die vielleicht das nicht so ernst genommen haben, aber dir war es sehr wichtig. Also jetzt angenommen, wir nehmen jetzt Tierschutz. Ja, es ist ja Menschen oft sehr wichtig. Und dann gibt es ja Menschen, denen ist es pupsegal.
Und dann machen die sich lustig drüber oder fangen an, ständig zu diskutieren und Probleme zu machen und nehmen nicht ernst, wie wichtig dir es ist. Und das löst auch eine starke Verletzung aus, weil wenn dir etwas wichtig ist, dann ist es dir wichtig und ist ja egal, warum, wieso, weshalb, es ist dir wichtig. Es ist ein Herzensthema. Und ich finde, Freunde oder Menschen, die dich lieben, sollten dieses Thema auch sich näher angucken und nicht einfach nur ablehnen oder einfach nur kritisch sein, sondern wenn man jemanden liebt, hat man Verständnis und versucht auch rauszufinden, wieso, weshalb, warum und vielleicht sogar zu gucken, ob für einen selbst das vielleicht auch in Frage käme. Ja, das ist es. Ich glaube, in der Vergangenheit hast du die Erfahrung gemacht, dass du nervst? Mit deiner Art, vielleicht auch mit deiner verrückten Art, mit deiner Andersartigkeit. Es kann sein, dass Menschen schnell überreizt waren und ja, mit der Energie nicht richtig zurechtkamen, aber das ist nicht schlimm. Ich sage immer, wenn du jemanden nervst, dann ist es ein Zeichen davon, dass du da nicht hingehörst oder deine Energie da nicht hingehört. Und oder, was auch im Berufsleben passieren kann, wenn du da jemanden nervst, dass du eben da keine privaten Gespräche mehr führst. Ne? Dass du deinen Job machst, aber dass du jetzt nicht mehr hier auf Buschi-Bubu und Honey-Bunny bist, so hier mein Liebchen und ach mein Hasi und ach mein Schätzchen, ach mein Mausi, sondern dass es einfach wegfällt und du deinen Job machst und gut ist und du diese privaten Sachen einfach weglässt, weil du merkst, da versteht dich jemand nicht und da musst du auch nicht extra freundlich sein. Ich finde immer, extra freundlich macht man manchmal aus Angst. So dieses Rehkitz-Verfahren, gerade wenn du in der Kindheit vielleicht die Erfahrung gemacht hast, nett sein zu müssen, weil es für dich überlebenswichtig war, in egal welcher Form, ob es Eltern waren, Lehrer waren, die Gesellschaft waren, deine Umgebung. Manchmal muss man nett sein, um sich rauszuretten. Und das nimmt man mit in das Erwachsenenalter und merkt, das sind auch viele toxische Personen, wo du auch wieder dich rausretten musst. Und manchmal verwechselt man das dann mit Freundschaft oder Familie oder Geborgenheit. Und teilweise verkaufen einem ja manchmal auch Firmen, Unternehmen, Arbeitskollegen dieses Gefühl von, wir sind eine Gruppe, wir sind ein Team, wir sind eine Familie. Ist Quatsch. Kein Unternehmen der Welt ist eine Familie. Kein Unternehmen der Welt ist eine Familie. Es sind alles Angestellte, es sind alles Verträge. Wenn du gekündigt wirst, merkst du es am ersten, also am allermeisten. Du bist keine Familie. Also wenn du gehst, wird nicht jemand noch irgendwie 5 Jahre später nach dir fragen. Vielleicht lästern manche noch 5 Jahre später über dich, aber es wird, du gehörst nicht zur Familie. Das ist keine Familie. Und es ist auch toxisch zu sagen, dass etwas eine Familie ist, weil es ist ein Berufsverhältnis und es wird vertraglich geregelt. Und ich habe das Gefühl, bei dir geht es darum, in Zukunft zu gucken, was ist privat und was ist beruflich? Was ist entstanden, weil ihr euch wirklich mögt und was ist nur auf der Basis, dass ihr halt denselben Job habt oder dieselben Verpflichtungen. Ich hatte auch schon beobachten können, dass Menschen manchmal Freundschaften haben mit Leuten, wo sie durch dieselbe doofe Schicht gegangen sind und haben dann zusammen und gemeinsam gelitten, wie blöd das war. Aber als dann einer den Job verlassen hat, hatten sie nichts mehr miteinander zu tun, weil der Leidensfaktor der Schicht nicht mehr da war. Also konnten sie darüber nicht mehr reden. Also war auch die Verbindung nur basierend auf dieser Schicht halt, die sie zusammen hatten. Und deswegen ist es auch ganz wichtig zu gucken, was verbindet einen. Du bist jemand, der hat unheimlich starke Gefühle und ich glaube, der fühlt sehr viel. Vielleicht zeigst du es auch, vielleicht fällt es dir auch gar nicht so leicht zu maskieren. Oder du hast so viele starke Gefühle und du zeigst gar nichts nach außen. Das könnte auch sein, aber so, dass man fast nichts erkennt. Weder Freude noch Traurigkeit noch irgendwas, weil du gelernt hast, oh nee, ich will gar nichts zeigen. Weil du eben auch gelernt hast, Menschen fühlen sich vielleicht genervt von dir. Und die müssen das nicht mal sagen. Die rollen mit den Augen, die drehen den Rücken zu, die hören im Gespräch nicht richtig zu, die unterbrechen dich permanent, die stellen Fragen, die du schon beantwortet hast, die wiederholen vielleicht die Ideen, die du hattest. Und es waren deine Ideen, geben es aber als ihre eigenen aus. Das ist, oder die stehen in der Gruppe weit weg oder ja. Du fühlst einfach, dass so eine Energie ist, die einfach dich weghaben will, dann weißt du immer, okay, das sind nicht deine Menschen. Aber es ist halt schwer, weil man lebt in einer Welt, wo immer alles so gruppenmäßig ist. Deswegen ist es wichtig, dass du anfängst, dich auszuleben. In deinem Leben, in deinem Privatleben, in deiner Freizeit, vielleicht auch irgendwann beruflich, weil ich habe das Gefühl, Menschen, die zu dir passen, werden auf dem auch beruflichen Pfad, habe ich das Gefühl, zu dir finden. Muss nicht nur sein, es kann auch ein Projekt sein, was du angehst. Es kann sein, dass du dich, wie gesagt, für irgendwas einsetzt oder dass du, manchmal kann man auch jemanden kennenlernen, weil man sich scheiden lässt und dann mag man seine Scheidungsanwältin und auf einmal fängt man eine Freundschaft an und daraus ist es entstanden, weil dann eine Situation war, wo man auf einmal reden konnte und man hat sich auf einen Kaffee getroffen. Nicht, dass das geschäftliche Verhältnisse immer so enden müssen, aber ich sage nur,
dass das solche Begegnungen sein können, wo du nicht damit gerechnet hast, dass es vielleicht eine Situation in deinem Leben gab, die auf irgendeine Art und Weise herausfordernd war und jemand hilft dir dabei. Du bist ein so sehr kluger Mensch. Merkur steht definitiv für diese Energie von Wissen, Wissensdurst, Intelligenz. Deswegen, deine Gefühle können entweder dir einen absoluten Strich durch die Rechnung machen, dass du zu viele Gefühle zeigst, also für die Gesellschaft, wie sie gerade ist. Du hast eigentlich nicht zu viele Gefühle, aber die Gesellschaft mag es halt nicht. Die wollen immer alles unterdrücken. Oder du zeigst die Gefühle gar nicht, fühlst sie aber innerlich trotzdem und kannst dich dann ja einschränken, blockieren, dir vielleicht manchmal die Luft zum Atmen abschneiden. Manchmal neigen wir ja dazu, uns selbst die Luft zum Atmen zu nehmen, wenn wir uns so ausbremsen. Und ich glaube, Menschen kommen in dein Leben, wenn du es am wenigsten erwartest, an Stellen, wo du nicht damit gerechnet hast. Und ich habe auch das Gefühl, wo es auch um Wissen und Weiterentwicklung geht. Also es könnte eine Schulung sein, es könnte ein Seminar sein, es könnte etwas sein, wo du mit jemandem dich verbunden fühlst auf eine gewisse Art und Weise. Jemand, der fleißig und emsig ist. Ich glaube, du solltest auf jeden Fall nur Menschen wählen, die auch dich unterstützen. Ich habe in meinem Leben sehr oft Begegnungen gemacht mit Menschen. Also da fällt mir jetzt kein direkter ein, aber ich habe das auch bei anderen beobachtet. Man macht die ganze Arbeit und Menschen lieben das, dass man die ganze Arbeit macht. Bedanken sich auch, sagen, oh, wie toll, sind total glücklich, dass du es gemacht hast, aber sie investieren selber gar nicht. Nennen dich dann aber Freundin oder dass du ein Teil der Gruppe bist. Und du fühlst dich aber so ein bisschen wie, was ist denn jetzt los? Also irgendwie wäre schön, dass da auch mal was kommt. Wäre doch schön, dass da auch mal ein bisschen Interesse kommt oder Energie oder vielleicht auch Kreativität, Verantwortung. Und ich glaube, deine Energie, jedenfalls fühlt sich das so an, die möchte gerne unterhalten, die möchte gerne helfen, die möchte gerne kreativ sein, die möchte der Welt ein Stück Kunst, Liebe, Schaffenskraft geben. Aber du gerätst oft an Nutznießer, an Menschen, die von dir profitieren wollen, auch beruflich profitieren wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass du auf Menschen triffst, die eine ähnliche Energie haben wie du, die Ruhe brauchen, die sich auch mal zurückziehen wollen, die aber auch eine Leidenschaft für was haben. Und das muss nicht mal dasselbe sein. Du kannst eine Leidenschaft für Musik haben, jemand anderes hat eine Leidenschaft fürs Gärtnern, aber ihr beide habt eine Leidenschaft und seid intensiv dabei, etwas zu tun und könnt über dieselben Themen sprechen, wie, ne, dass man Verantwortung übernimmt, dass man Zeit und Energie in Sachen investiert, wo ihr einfach sagt, ja, das kenne ich bei mir aus dem Gärtnern und ich kenne das bei mir bei der Musik und wisst ihr, was ich meine? So, dass man einfach sagt, okay, da hat man dasselbe Level. Und jemand, der auch fühlt. Du brauchst keinen, der ein Gefühlsklotz ist und der nicht auch sagt, oh, ich fühle das auch. Oh mein Gott, der Moment war ja toll, sondern ist so wie, ja, war gut. Nicht, dass diese Menschen schlecht sind, aber du solltest nicht mit so einem Menschen groß verkehren, weil du wirst frustriert sein, du wirst dich nicht gesehen fühlen, du hast das Gefühl, diese Verbindung ist nicht intensiv und das wird dir das Herz brechen. Und deswegen, du brauchst jemanden, der auch deine starken Gefühle auch fühlt. Ansonsten wird nicht dieselbe Bereicherung da sein. Und wie gesagt, Leute, die das nicht zeigen können, sind keine schlechten Menschen. Das sage ich nicht. Ich sage nur, Schwingungsgleichheit ist wichtig, um auf einen Nenner zu kommen und um sich energetisch aufzubauschen, zu stärken, höher, nicht höher zu entwickeln, aber halt so auch so Funken sprühen zu lassen. Und vielleicht ist es auch jemand, der auch im Leben schon andere genervt hat oder das Gefühl hat, er nervt andere. Ich fühle, dass ihr auf jeden Fall denselben Nenner haben werdet, was auch immer das ist, irgendeine Verbundenheit. Und du sollst keine Angst haben, dass du nichts hast, was jemanden interessieren könnte. Du sollst keine Angst haben, dass Menschen vielleicht vor dir wegrennen oder du nicht gut genug bist. Weil komischerweise, wenn man das denkt, gerät man oft immer an genau die Menschen, die einem zeigen, du bist nicht gut genug, du bist uninteressant, du bist langweilig, du bist vielleicht nerdig oder du bist vielleicht ulkig, merkwürdig, eigenartig, weird. Und das brauchst du nicht. Du hast lieber jemanden, der mit dir verrückt ist, als dass jemand ständig über deine Verrücktheit urteilt. Und wir wissen ja, was wirklich verrückt ist und was nicht, ist eigentlich gar nicht klar definiert. Also da gibt es eigentlich gar keine richtige Bezeichnung. Du sollst nur keine Angst davor haben zu nerven. Du sollst auch keine Angst davor haben, dich sehr auszuleben, so wie du bist, weil du wirst gemocht. Du wirst nicht von allen gemocht und es gibt bestimmt Menschen, die Augen verleiern und denken, oh mein Gott, aber die gibt es immer. Und ehrlich gesagt, über die verleiert man dann auch die Augen, weil man denkt so, oh mein Gott. Weil meistens ist es so, dass die Oh mein Gott-Leute, die jemanden als nervig empfinden, man die meistens auch nicht mag. Also mir ist noch nie begegnet, wenn jemand die Augen bei mir verleiert hat, dass ich dachte, oh mein Gott, das war ja ein Mensch, den ich unbedingt befreundet sein wollte oder unbedingt mein
Meistens war das, dass ich dachte, ja, oh mein Gott, kann ich zurückgeben. Also, ich habe auch kein Interesse an dir. Deswegen lass dich nicht ärgern von solchen Menschen, die dir irgendwie dumme Gefühle geben. Ja. Okay, das war's zu Peil Nummer 3. Falls du dich noch zum anderen Peil hingezogen fühlst, schau den gerne an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Hallo, Peil Nummer 4, ihr habt das Tigerauge gewählt und wir schauen mal, was bei euch hier durchkommt. Okay, wir haben die Liebe. Vielleicht seid ihr zu lieb, vielleicht seht ihr alles immer durch die rosarote Brille, vielleicht habt ihr ein Herz für jeden und alles. Ich könnte mir vorstellen, ihr vergebt, ihr verzeiht, ihr seid die Wesen da draußen, die am meisten veräppelt werden, weil sie am liebsten sind und am fürsorglichsten und manchmal auch naivsten. Und das ist nicht böse gemeint, sondern das ist einfach die Welt. Ihr denkt, dass ihr. Nein, ihr denkt gar nicht. Ihr macht einfach nur. Ihr macht aus dem Herzen heraus. Aber ihr werdet sehr oft enttäuscht. Und ich glaube, das Leben wird euch immer wieder mitspielen, weil etwas in euch einfach nicht wahrhaben will, dass manchmal die Menschen wirklich böse oder grausam sein können. Oder vielleicht auch nicht euch gegenüber, weil ihr keinen Grund liefert, eurer Meinung nach. Aber es gibt Menschen da draußen, die mögen dich einfach nicht und behandeln dich blöd, einfach weil sie dich nicht leiden können. Sie gucken dich an und denken, boah, nee, mag ich nicht. Und du hast noch nicht mal was gemacht. Ja, weil ihr seid verbundene Wesen und vielleicht ist es auch das. Ihr seid stark verbundene Wesen mit dem Kosmos und ich glaube, das stört manche. Die können noch nicht mal zuordnen, was das ist. Die können noch nicht mal erklären, was das ist. Die merken einfach nur, nee, will ich nicht. Entweder sind sie super interessiert und merken dann, nee, will ich nicht, oder sie sind gleich auf Ablehnung. Ja, du bietest doch sehr viel Vielfalt. Du bist so ein Freigeist, du bist jemand, der um die Ecke denkt, der aus der Box herausspringt, so ungefähr, der über den Tellerrand guckt. Du bist jemand, der dieser Welt sehr viel zu geben hat. Und ich glaube, das wurde schon sehr oft ausgenutzt und ich glaube, das ist auch nicht immer einfach für dich gewesen. Vor allen Dingen auch auf seine Intuition immer zu hören und nicht zu wissen, was das vielleicht eigentlich ist. Vielleicht war dir nicht von Anfang an bewusst, was das ist, weil als Kind wird einem das ja einfach nicht gesagt. Man handelt intuitiv, aber weiß gar nicht, dass das ist, was man da tut. Ja, du bist jemand, der wirklich sich nicht, sagen wir es mal so, du hast schon sehr viel erlebt und das hat wehgetan, aber es hat nie die Liebe gebrochen, die du für Menschen am Ende hast. Du bist jemand, der wollte Harmonie, egal wann, egal wie oft dir vielleicht auf den Kopf gedonnert wurde, mit einer Pfanne, symbolisch gesprochen. Du willst trotzdem immer wieder lieben. Und in gewisser Weise hat dich das auch schon gefangen gemacht oder gefangen gehalten in Situationen, in Beziehungen, in Jobs, in irgendwelchen, vielleicht sogar in deinem eigenen inneren Gefängnis, dass du vielleicht dann dachtest, du verdienst es oder der andere wird sich vielleicht irgendwann beruhigen oder es gehört dazu. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist da so eine kleine Selbstaufopferung, vielleicht auch Selbstsabotage drin, die du gelernt hast oder die du anwenden musstest, um zu überleben. Aber ich fühle, dass du eine unheimliche Urkraft in dir hast, die diese Liebe eben auch hervorbringt. Und es ist, glaube ich, nicht einfach zu kombinieren, was ist echt, was ist in dieser Welt absolut böse oder negativ und wird sich nicht wandeln und was ist vielleicht gerade nur in einem Wandlungsprozess und entwickelt sich weiter. Ich glaube, du bist so jemand, der glaubt immer daran, dass sich jemand entwickeln kann, verbessern kann, dazulernen kann. Und ich glaube, es frustriert dich ungemein, wenn Menschen stur sind, bockig sind, toxisch sind und einfach keinen Bock haben und einfach so sind wie du, hast mir nichts zu sagen. Du bist nicht der Mensch, der das jetzt bei mir irgendwie versucht. Ich kann machen, was ich will. Und ich glaube, das tut weh, weil du weißt, dass du ein Anstupser bist. Ich glaube, du weißt, dass deine Energie nicht ohne Grund irgendwo ist. Und wenn du es nicht weißt, dann weißt du es jetzt. Und ich glaube, du fühlst einfach nur auf den Schmerz auch anderer. Ich habe das Gefühl, du bist jemand, der fühlt, was andere fühlen. Und manchmal sind es überhaupt nicht deine Gefühle. Du hast, glaube ich, auch schon sehr viel Aufwand betrieben, Menschen nach vorne zu bringen, Menschen aufzubauen, Menschen wieder das Licht entgegenzubringen, ihnen Hoffnung zu geben. Und ich glaube auch, dass ein Teil von dir eigentlich ein starkes Selbstbewusstsein hat, dass du weißt, dass du gut genug bist und dass du toll bist, aber ich glaube, in bestimmten dunklen Situationen fühlst du das dann nicht und dann vergisst du es wieder. Weil ich fühle, du bist selbstbewusst, aber gleichzeitig fällst du auch immer mal wieder in ein Loch.
weil du trägst einiges mit dir rum. Also ich glaube, du bist so jemand, der hat die Wackersteine anderer aufgehoben. Du bist jemand, der hat gesagt, ich nehme es für dich. Ich trage es auf meinen Schultern. Ich nehme dir das jetzt ab oder ich kümmere mich drum. Oder du bist so jemand, zu dem man eigentlich sehr gerne geht, um sein Herz auszuschütten. Aber dein Herz wird meistens nicht angehört oder selten. Weil entweder die Menschen den Schmerz, den du erlebt hast, nicht ertragen können oder nicht damit umgehen können oder schon wieder weg sind. Ich glaube, da ist eine gewisse Einsamkeit in dir. Du hast eine große Energie, die oft missverstanden wird. Du willst nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Du bist schon jemand, der bewusst und realistisch ist. Aber ich glaube, du weißt, was möglich wäre. Du siehst das Potenzial. Was gleichzeitig auch wieder dir manchmal schadet, weil wenn das Potenzial nicht genutzt wird von dieser Person oder der Gemeinschaft, dann bleibst du hängen, dann steckst du fest, dann kannst du nicht weitergehen. Und das ist das, wo du manchmal festhängen bleibst. Deswegen, du hast auch schon beobachtet, dass du auch anderen Menschen gut tust. Also selbst wenn jemand vielleicht dich nicht leiden konnte, aber irgendwann, keine Ahnung, wird er warm mit dir, wird netter. Oder es gibt mal Momente, wo du merkst, oh, ist weicher geworden. Und du merkst, das ist so ein bisschen auch durch dich gekommen, dass du beharrlich warst, weiterhin Liebe gesendet hast, weiterhin sehr viel Kraft gegeben hast. Aber das Ding ist, es sollte nicht deine Aufgabe sein, dass du anderen Menschen gut tust, damit sie dich mögen. Sie sollten dich mögen. Ich meine, es gibt da draußen so viele Menschen, die sich einfach mögen, weil sie sich für eine Sekunde mal gesehen haben. Und sie mögen sich einfach, sie können sich nicht erklären. Und deswegen, wenn Menschen dich nicht gleich mögen, ist es nicht deine Aufgabe, sie dazu zu bringen. Und ich glaube, das Thema Ablehnung, vielleicht nicht gemocht zu werden, kann ein Schmerzthema aus der Vergangenheit sein. Vielleicht wurdest du als Kind abgelehnt, vielleicht wurdest du als Geschwisterkind abgelehnt, vielleicht hast du nicht die Wertschätzung, Anerkennung bekommen, weil ich fühle, dass das Thema Ablehnung dir Angst macht. Es macht dir Angst, abgelehnt zu werden, weil du denkst, dass mit dir vielleicht was nicht stimmt oder dass das so nicht sein darf und du musst es so wieder gerade biegen, du musst es hinbekommen. Oder du leidest sehr drunter. Manchmal, man hat die Variante, manchmal es hinbiegen zu wollen und dann kämpft man im Außen, meistens vergeblich, oder es ist, hält nur eine gewisse Weile an und bricht wieder zusammen. Oder man kämpft gar nicht, aber dann kämpft man innerlich mit sich selbst. Man ist so wie, okay, dann stehe ich halt drüber, es juckt mich nicht, aber dann fängt an, dein Verstand an dir rumzutockern und rumzumeckern und dir zu erzählen, ha, und du bist ja doch nicht gut genug und bla bla bla. Weil man geht in diese Welt, wenn man mal ehrlich ist, und guckt sich zum Beispiel Stars und Sternchen an. Und auch früher in der Schule, wer ist beliebt? Wer wird Klassensprecher? Wer wird ins Team gewählt im Sportunterricht? Wer ist beliebt? Und die, die nicht beliebt waren, die saßen auf der Bank. Oder sind die Letzten, die ins Team gekommen. Und dann wurde sich über die lustig gemacht und was auch immer. Beliebtheit ist schon immer ein Thema in all unseren Generationen, in all unseren Entscheidungen, Dinge, die wir treffen. Alleine wenn du ausgewählt wirst für eine Universität oder was auch immer, ist es ja auch eine gewisse, wie sind die Noten, dieses Beliebte, solche Noten zu haben oder wie ist die Referenz. Oder früher musste man manchmal auch bei bestimmten Sachen, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber für die Uni manchmal einen Lebenslauf schreiben und erklären, warum man den Studiengang möchte. Und da war auch so, mögen sie das, was du sagst oder nicht. Und ich glaube, dieses Beliebtsein ist halt für viele ein Weg nach vorne, weil du in diesem Leben ein Stück weiter vorwärts gehst, wenn dich Menschen mögen. Das Ding ist nur, dass in dieser Welt sehr viele auch toxische Menschen sind, die einen nicht mögen werden, niemals. Und die auch immer dafür sorgen werden, dass du nicht vorwärts kommst. Also es ist wichtig für dich rauszufinden, wo würdest du denn vorwärts kommen? Welche Bereiche wären denn gut für dich, wo vielleicht Menschen sind, die so sind wie du? Deswegen eine gewisse Form von, wenn du in spirituelle Richtung gehst oder wenn du andersartige Dinge machst, merkwürdigere Dinge, die nicht ganz so Mainstream sind, die vielleicht nicht in dieser Gesellschaft so angesehen sind, da würdest du eher deinen Platz finden und da würdest du auch eher einen Anschluss finden, nicht, dass es darum geht, immer gemocht zu werden, meine Stimme ist zurzeit irgendwie am will alle 5 Sekunden husten. Nicht, dass es darum geht, immer beliebt oder toll zu sein, aber es ist ein schönes Gefühl, nicht abgelehnt zu werden. Ich soll dir sagen, wenn du irgendwo gerade bist, wo du nicht weggehen kannst, lerne mit der Ablehnung umzugehen. Nur weil dich jemand ablehnt, musst du dich selbst nicht ablehnen. Du kannst einfach die Ablehnung spüren und denken, okay, der mag mich nicht. Und dann einfach nur aufhören zu denken. Es bedeutet nichts. Er mag dich nicht, Punkt. Und dann solltest du auch gucken, mag ich die Person wirklich? Oder wollte ich nur, dass es stimmig ist? Da sollte man auch hingucken. Und sich aber selbst nicht verurteilen, wenn man nicht gemocht wird. Wir sind auf dieser Erde so und so viele Menschen.
Es wäre merkwürdig, wenn alle mögen würden. Es wäre schön, wenn die Menschen einander mögen würden. Aber selbst wenn ich nur überlege, nur so ein bisschen mir die Welt angucke, da gibt es schon so viele Menschen, die ich nicht mag. Einfach, die ich nicht mag. Was sie tun, was sie sagen, wie sie sich geben, was sie für eine Philosophie vertreten, was sie vielleicht auch für eine Meinung über irgendwas haben. Ich mag die nicht. Punkt. Und deswegen, wir haben das Recht, jemanden nicht zu mögen. Aus was auch immer für Gründen. Und ich glaube, wenn du dir erlaubst, auch Menschen nicht zu mögen, kannst du damit umgehen, wenn sie dich nicht mögen. Sehr oft, wenn du ein Problem mit Ablehnung hast, hast du nicht die Erlaubnis bekommen, in der Kindheit auch ablehnen zu dürfen. Sehr oft wurde dir gesagt, du musst aber mögen. Ich kenne das aus der Kindheit. Ich durfte abgelehnt werden, ob das jetzt Familie war, Freunde waren, egal wer, die durften mich ablehnen. Aber wenn ich abgelehnt habe, dann war es ein Riesenproblem. Du hast doch nicht abzulehnen und du kannst ja nicht so kritisieren und derjenige hat doch gar nichts gemacht und du bist voll gemein. Nur weil ich gesagt habe, ich mag denjenigen nicht oder ich will mit dem nichts zu tun haben, wurde ein Riesenhass oder Riesenhehl draus gemacht. Das wollte ich eigentlich sagen, nicht Hass. Und es war immer verboten, dass ich ablehne. Ich durfte nicht ablehnen. Ich durfte nicht verurteilen, ich durfte nicht kritisieren, aber an mir wurde kritisiert. Und das bleibt in einem drin stecken. Und deswegen hat man so starke Angst vor Ablehnung, weil man selbst nicht das ausgleichen darf. Man darf in sich nur das liebende, verzeihende, verständnisvolle, vergebende Wesen sein, was dieser Welt sozusagen nur Gutes bringt. Und man darf nicht authentisch leben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du authentisch lebst. Dass du ablehnst, wenn du ablehnen möchtest. Wenn du etwas nicht gut findest, das für dich auch kommunizieren darfst. Oder eben auch danach handeln darfst. Und dass du nicht in irgendeiner Form jemand sein musst, der du nicht bist. Weil du bist ein wundervolles Wesen, was viel zu gut ist für viele Menschen und viel zu gut ist für die Welt. Und du darfst wählen, wer in deiner Nähe sein darf und wer was von dir erfährt und wer deine Energie bekommen kann. Und wenn du gerade, wie gesagt, in einer Situation bist, wo du nicht rauskommst, wo du vielleicht noch nicht so richtig weißt, wie du ja, da wegkommst, dann reduzierst du einfach all deine Energie. Dann nimmst du Dinge raus, die du nicht mehr machen möchtest. Du musst zu keinen Gruppenveranstaltungen gehen, wenn du nicht willst. Du musst keine Dinge tun, die nicht irgendwie vertraglich festgelegt sind, wenn du jetzt zum Beispiel arbeitest. Du musst auch nicht in einem Freundeskreis irgendwo bestehen. Manchmal ist es auch so, manche Freundeskreise beruhen nur darauf, dass alle dasselbe tun oder alle dasselbe denken. Und wenn dann einer mal abweicht, bricht diese Sache auch wieder auseinander. Manche Freundschaften sind gar nicht echt. Manche Freundschaften sind Zeitvertreib. Manche Freundschaften sind aus der Angst heraus entstanden. Nicht alle, aber sehr viele Freundschaften, die ich beobachten konnte, sind nicht echt gewesen. Das ist etwas, das war so brüchelig, das war so unecht. Deswegen lass dich nicht davon beirren, falls in deinem Leben du merkst, da geht es vielleicht nicht richtig vorwärts. Oder du merkst, oh, ich habe um mich drum um Menschen, die passen eigentlich gar nicht zu mir. Und das wird mir jetzt bewusst. Keine Panik kriegen, Stück für Stück gucken, aussortieren, für dich Frieden finden, weil ich habe das Gefühl, der Frieden ist für dich ganz, ganz wichtig, weil du so ein Herzensmensch bist. Aber du musst halt auch lernen, dich nicht veräppeln zu lassen. Dass das Leben nicht auf einmal ja, es dir schwerer macht, als es sein müsste. Okay, meine Lieben, das ist jetzt das, was ich hier in Peil Nummer 4 durchbekommen habe. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Falls ihr euch noch zu einem anderen Peil gezogen fühlt, schaut den gern an. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.